hat es wieder freigegeben für den nächsten Lauf. Die Junioren sind wieder unterwegs mit ihren Buggies. Die Buggies in der Juniorenklasse sind unterwegs. Startnummer 870 ist vorne auf der Innenbahn. Henry Simon mit seinem Gefährt hat die Führung übernommen. Junioren-Buggy-Rennen im Wechselkessel von Grimmen. Auf Platz 2 und 3 die Vorländer. Vorne haben wir aber immer noch den Fahrer mit der Startnummer 870. Das ist Henry Simon von der Waffenschmiede Ugolstorf. Der ist immer noch auf Platz 1 unterwegs. Waffenschmiede Ugolstorf ist vorne. Die Vorländer auf Platz 2 und 3 unterwegs. Action im Kessel von Grimmen. Wir haben angefangen von den Vorländern, die gehen jetzt vorbei. Buggy Tim Volland mit beiden Fahrzeugen vorbeigezogen am lange führenden Henry Simon von der Waffenschmiede Ugolstorf. Ein Fahrzeug stehen geblieben, die gelben Flaggen nochmal draußen. Jetzt geht es noch einmal ans Überrunden, da wird es noch einmal richtig spannend. Team Volland in der letzten Runde, die Startnummer 810. Michel Sophie noch eine Runde zurück und das scheint noch einmal ein Reifenplatz dazu kommen. Vorne links der Reifen weggeplatzt. Die Waffenschmiede Ugolstorf ist ausgeschieden, verlässt auch ihr Fahrzeug. Auf Platz 1 und 2 über die Ziellinie Buggy Team Volland. Buggy Team Volland Team, die 601, gewinnt noch einmal einen Lauf hier vor dem Teamkollegen. Vor dem Steve Schmalz, die Selina über die Ziellinie, die beiden ganz stark unterwegs gewesen. Der dritte Platz geht dann an die Jungs und Mädels von Demolition Darks, die werden jetzt hier